trägt und nach wie vor ist kein Ende absehbar. Was tun? Schultern zucken? Abstumpfen? Oder eben doch täglich neu diskutieren, was nötig ist, um den Menschen dort zu helfen? Aus deutscher Sicht geht es jetzt um Taurus. Das sind spezielle Marschflugkörper. Das Problem dabei ist, es lässt sich keine klare Grenze ziehen, ob die Ukraine damit nur auf Verteidigung oder auch auf Angriff setzen kann. Sieht unscheinbar aus, diese Waffe aber hat gewaltige Sprengkraft. Taurus heißt der Marschflugkörper. Die Bundeswehr hat ihn, die Ukraine möchte ihn. Berlin aber zögert vor allem, weil Taurus auch Gebiete in Russland selbst erreichen kann. Zu gefährlich, finden manche in Berlin. Jede Woche wird ein neues Waffensystem vorgeschlagen. Dann preschen Abgeordnete der Koalition vor. Der Kanzler täuscht Bedenken vor, um dann zuzustimmen. Ich finde das verantwortungslos. Ich finde, die Eskalation muss beendet werden. Und es muss alles getan werden, dass wir endlich zu einem Waffenstillstand kommen.